Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Risen 2. Am Ende der letzten Folge haben wir es ja geschafft, Zalu zum neuen Halmak, zum neuen Chakra der Machakai zu machen. Und wir sind sein Halmak und haben deswegen auch das tolle Symbol bekommen, aka der Totenkopf vom ehemaligen Sisu? Chakra. Genau, nämlich vom Datu. Sisu, sagt er. Ja, das sehe ich genauso. So, und was wir ja auch in einer der letzten Folgen gemacht haben, wo ich allerdings ziemlich verplant war, das war, Moment, da muss ich mal ganz kurz auf die Karte gehen, in dieser Höhle, wo die Spinnen waren, da kann ich eigentlich schon mal direkt die Schnellreise benutzen, wo das Feuerportal ist, da haben wir schon fleißig gekämpft, zweimal glaube ich sogar, haben wir die Typen dort besiegt und dann ging aber eine Quest verloren oder eine Quest wurde abgebrochen vielmehr, wo ich dann sehr irritiert war. Aber das war gar nicht schlimm, denn das war nur eine Nebenquest und dass die abgebrochen wurde, lag nur daran, dass der eine Typ von uns dann getötet wurde, für den wir die eigentlich hätten machen sollen. Das heißt, ich war da schon auf dem richtigen Weg, hab's dann ja nachher gelassen, weil ich mir nicht sicher war wegen der Quest, aber da hatte ich schon recht mit dem, was ich getan habe. Deswegen gehe ich da auch direkt wieder hin und wir werden uns dann wieder ganz elegant durch die Spinnen schlängeln wahrscheinlich, bloß nicht dagegen kämpfen oder so. Und dann einfach gegen die zwei netten Herrschaften am Tor kämpfen. Oh, Moment. Da liegt noch eine Blaukralle. Die können wir natürlich noch gerne plündern. So, Chani begleitet uns natürlich wie immer. Und den Schatz haben wir schon geplündert. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn nicht. Ich hoffe, ich gehe hier überhaupt in die richtige Richtung. Muss ich ganz kurz nochmal gucken. Ja, jetzt wäre ich schon fast wieder dran vorbeigelaufen. Die Höhle müsste doch hier oben sein, oder? Oder vielleicht auch nicht, aber irgendwo hier war die Höhle doch. Ach da, siehste mal. Hätte ich schon fast wieder übersehen. So zugewuchert wie die ist. So, jetzt werde ich nochmal ganz kurz was essen und dann natürlich nochmal speichern. Zur Sicherheit, denn wir kennen das ja, diese Höhle ist voll von nicht gerade zaghaften Spinnen, die uns da allzu gerne angreifen werden. So, jetzt haben wir es so gerade noch geschafft, da durchzurennen. Chani schafft das schon alleine. Ich hoffe, sie folgt uns, damit sie uns heilen kann. Aber ansonsten machen wir es halt so. Oh, jetzt bin ich hier falsch abgebogen. Hier muss ich natürlich weiter. Und dann versuchen wir ein weiteres Mal unser Glück bei den netten Gesellen hier. Da werde ich auch nochmal ganz kurz speichern. Nicht, dass ich hier nachher den ganzen Weg nochmal laufen muss. Auch wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, dass ich verlieren werde. Sowas passiert mir ja generell nicht. Das wissen ja die Zuschauer, die mich schon länger gucken, auf jeden Fall. Ja, das sieht schon wieder ausgezeichnet aus hier. Ja, das hätte ich mir auch fast selber vorher sagen können. Wir haben halt ein bisschen wenig Rum und ein bisschen wenig Grog zurzeit. Ich muss noch mal ganz kurz gucken, was mir da eigentlich auf den Shortcuts liegt. Denn die 6, das müsste ja dieser Schmerztöter sein, oder war die 7 der Schmerztöter? Das habe ich nämlich schon wieder voll vergessen. Ne, 7 ist der Schmerztöter und 6 ist die Bloody Mary. Okay. Das heißt, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, wenn ich die 7 schon jetzt vor dem Kampf trinken würde. So, jetzt habe ich mir die einfach mal reingedrückt. Und natürlich werden wir direkt wieder angegriffen. Ich hoffe, die Bloody Mary wird jetzt ein bisschen was helfen, aber es sieht schon wieder nicht allzu gut aus. Jetzt bin ich nicht mehr dazu gekommen, den Grog zu trinken. Mann, Mann, Mann. So, aber keine Sorge, irgendwann schaffen wir das noch. Was ich eigentlich machen könnte, wäre natürlich auch einfach mal mit dem Fernkampfangriff zu beginnen, wenn die mich nicht schon gesehen hätten. Das ist dann natürlich suboptimal. Ja, komm schon. Na, das sah auch alles schon mal besser aus. Aber beim letzten Mal haben wir es ja auch irgendwie geschafft. Das heißt, es wäre natürlich super, wenn wir erstmal wieder einen ausschalten, anstatt wieder direkt auf beide drauf zu gehen. Gezwungenermaßen. Das ist immer so ein bisschen suboptimal. Ein ganz kleines bisschen nur. Oh, petit pis. Oder keine Ahnung, wie die Französen sagen würden. Ja, die Französen. Da kenne ich mich nicht so aus bei den Französen. Na, komm her. Oh, jetzt habe ich aus Versehen den falschen Trank getrunken. Macht nichts, wir sind eh gleich wieder tot. Wenn ich das schon wieder sehe.
Na. Nö, so einfach kriegt man mich nicht, das sehe ich genauso. Das wäre ja auch noch schöner. Wenn ich so schlecht wäre, stellt euch das mal vor. Wer wird sich das denn angucken? Wie ein Typ einfach ganze 5 Minuten rumfällt und nichts gebacken kriegt. Boah, was für ein Loser. Oh, gib's mir, Baby. Ja, es wäre schön, wenn wir es ihm auch mal geben könnten, anstatt nur er uns. Na komm schon. Aber die Hälfte haben wir von ihm schon mal zumindest. Und wenn nur noch einer übrig ist, geht's deutlich einfacher. Das haben wir ja schon oft genug festgestellt. Zumal der auch keine Pistole hat. Das macht's auch nochmal ein Stück besser, glaube ich. Würde mich natürlich jetzt abfacken. Ach, Chani ist da. Heilung bitte. Schnell, Chani, beeil dich. Schneller, Chani. Ah, sie hat schon. Habe ich gar nicht gemerkt. Wenn man so im Kampf vertieft ist. Sehr schön. Genau, und das war das mit der Quest, was ich meinte. Aber das ist natürlich gar nicht schlimm. Denn das war ja nur eine Nebenquest. So, kann ich den hier auch noch plündern? Das machen wir mal schnell. Ah, ein Grog. Jetzt haben wir zumindest wieder Grog, auch wenn wir gar kein Proviant mehr haben aktuell. Weiß ich gar nicht, ob wir ohne Proviant da durchgehen sollten. Egal, ich werde jetzt erstmal speichern und dann komme ich da schon so durch. Trinkt er dann automatisch das Blut der Ahnen? Weil das brauchen wir eigentlich, um da durchzugehen. Ah ja, jetzt kommt die Option. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Ob wir jetzt wirklich zum Feuertempel kommen und ob wir direkt kämpfen müssen. Das wäre natürlich ungünstig, denn wir haben, wie gesagt, keinen Proviant und nur noch eine Flasche Grog, die wir jetzt gerade dazu bekommen haben. Das heißt, ein Kampf wäre jetzt wirklich nicht gerade günstig. Und natürlich kommt erstmal wieder ein Ghoul. Ich sehe absolut gar nichts gerade. Habe ich mein Schwert überhaupt gezogen? Nö, habe ich nicht. Gut, das läuft ja wunderbar. Okay, das können wir nochmal neu laden. Tja, jetzt müsste ich natürlich eigentlich nochmal Proviant holen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich setze hier einen kleinen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder mit ein bisschen mehr Proviant. Bis gleich. Was suchst du? So, da bin ich nochmal ganz kurz. Ich bin hier wieder im Dorf, gerade auf der Suche nach Proviant. Und mir ist gerade noch aufgefallen, wir können... Huch, jetzt bin ich an ihm vorbeigegangen. Wir können mit Salu nochmal reden, weil er ja jetzt der Chaka ist. So. Nein, das ist jetzt Chani. Moment. So, jetzt aber richtig. So. So, da bin ich wieder, Salu. Oder soll ich besser sagen, Chaka, Salu. Wir haben es geschafft? Ja, wir haben es geschafft. Der neue Häuptling bist von jetzt an du. Das ist gut. Ich bin dir auf ewig zu Dank verpflichtet. Hier, nimm diesen Ring, den du dir als mein Hallmark verdient hast. Chaka Hallmark, so viel Zeit muss sein. Na, wir sind einfach mal freundlich und wir wollen ja nicht zu hochnäsig klingen. Ich wünsche dir viel Erfolg und ein langes Leben. Ja, so auch das deine. Hier, nimm das Tek Shabala. Von heute an gehört es dir. Möge dein Voodoo stark sein und dein Kämpfe ruhmreich. Hoshi, der Marakai. Das war dann wohl ein Abschied. Und wir haben jetzt ein Tek Shabala bekommen. Was auch immer das ist, ein Ring, wie er meinte. Ah ja, Schwarzmagie plus 10, Totenkult plus 10 und Ritual plus 10, eindeutig ein Voodoo-Ring. Ein Geschenk von Salu, dem nächsten Häuptling der Marakai. Ja, da freuen wir uns und da kann ich doch direkt mal gucken, ob sich das lohnt, den anzulegen. Theoretisch, ich meine, wir haben gerade 3 Ringe ausgerüstet, wenn ich das richtig sehe. Kann ich den hier dann auch einfach noch anlegen? Nee, das geht offenbar nicht. Das heißt, wir können nur 3 auf einmal anziehen. Und das bei 10 Fingern, voll unrealistisch. Dann ist die Frage, welchen ziehe ich denn jetzt aus und welche lasse ich an? Da würde ich ja fast am ehesten noch den hier ausziehen. Kugelsicher plus 5 bringt uns jetzt nicht so viel. Na, und den hier hätte ich aber trotzdem gerne. Ach, das geht dann aber wieder nicht, okay. Dann kann ich ja direkt nochmal gucken, was wir denn so alles haben. Hiebwaffen plus 5 und Einschüchtern plus 5. Pistole und Stichwaffen plus 5.
Jo. Schmutzige Tricks und Silberzunge. Das wäre vielleicht sogar von Vorteil. Vielleicht ziehen wir den dann einfach an. Ach, das geht dann aber auch wieder nicht. Das stand dann auch wieder im Konflikt. Wie blöd. Und warum haben wir eigentlich keinen Ohrring an? Ach so, das geht nicht, weil das da dann quasi der andere wäre. Gut, dann müssen wir wohl oder übel doch so rumlaufen. Na schön, dann ist das jetzt halt so. Nicht zu vergessen, den Grog lege ich mir wieder auf die 4, Proviant auf die 3. Und mehr habe ich leider nicht finden können. Leider scheint hier niemand irgendwas zu verkaufen. So, immer dieser Schwätzer hier. Leider scheint hier niemand irgendwas zu verkaufen. Weder Proviant noch Rum oder Grog. Da ist leider hier gar nichts los. Bisschen Proviant könnte ich mir noch am Feuer braten, weil wir noch ein bisschen rohes Fleisch hatten. Aber ansonsten ist da leider nicht viel zu holen momentan. Deswegen müssen wir jetzt wohl oder übel so wieder zurück. Naja. Lange Strecke. Aber macht ja nichts. Da sind wir ja in 2 Minuten wieder da beim Feuerportal und dann geht's dann hoffentlich auch richtig weiter und ich hoffe, unser Proviant reicht dann auch wirklich aus. Wäre nämlich blöd, wenn nicht, denn ich wüsste nicht, wo wir jetzt welchen herbekommen sollten. Höchstens, wenn wir nochmal bis ganz zum Anfang der Insel zurücklaufen, da wo wir angekommen sind mit dem Schiff, das heißt bei der Inquisition im Hafen. Da könnte es sein, dass es noch ein bisschen Proviant gibt, aber da haben wir leider keine Schnellreise hin, das heißt, da müssen wir dann ein relativ weites Stück laufen und da habe ich wenig Lust drauf, ehrlich gesagt, und ihr wahrscheinlich auch nicht so. So, Chani. Chani? Ah ja, da kommt Chani. Das ist sehr schön. Wir nehmen natürlich wieder die Beine in die Hand und laufen hier ganz schnell durch. Nicht, dass uns hier irgendeine Spinne angreift. So, und dann bin ich immer gespannt, was uns denn hinter der Feuerwand jetzt erwartet, außer einem Ghoul. Denn so viel haben wir da jetzt noch nicht gesehen. Oh nein. Ach, ich bin ja auch. Oh Gott. Ich meine, es ist nicht so schlimm, aber ich habe Schaden bekommen. Das nervt mich jetzt ein bisschen. Und ich komme hier nicht durch. Nein, habe ich gespeichert eben. Ich habe bestimmt nicht gespeichert am Anfang der Höhle. Shit, shit, shit. Ach, das ist doch blöd. Ja. Mal gucken, wo ich gespeichert habe das letzte Mal. Na, ich wette, ich habe wieder ganz ewig weit weg gespeichert. Ach nee, stimmt, ich habe ja noch beim Eingang der Höhle gespeichert. Ach, wie gut. Gut, dass ich das gemacht habe. Sonst sähe es wieder düster aus. Schön. Dann nehmen wir halt das kleine Stückchen nochmal. Ich wollte schon sagen, jetzt muss ich wieder einen Cut setzen, aber zum Glück muss das jetzt nicht zwingend sein. So, ganz kurz natürlich nochmal ein bisschen was zu schnabulieren reindrücken. Und ich hoffe, obwohl Chani kann ja sowieso nicht mit durch das Tor. Sie trägt logischerweise nicht das Blut der Ahnen in sich. Versteh das, wer wolle. Ich meine, sie ist eine Einheimische. Eigentlich müsste sie sowieso das Blut der Ahnen in sich haben, aber naja. So, komme ich da jetzt. Ah, ich wollte schon sagen, komme ich da jetzt nicht mehr durch, aber nur mit gezücktem Schwert kam ich nicht durch. So natürlich schon. Ja, erstmal ein bisschen rumzittern. Ich warte. Chichi-Chani. Tu das? Meine Hände, was ist das? Erstmal merkwürdig umgucken. So. Und dann müsste hier ja gleich der Ghoul um die Ecke kommen. Den kennen wir ja inzwischen schon. Na, komm her. Ach, guck mal, der läuft jetzt weg. Nee, es kommt die Kampfmusik, also scheint er uns ja schon entdeckt zu haben. Oder? Ist das nicht die Kampfmusik? Da hinten sehe ich noch 2 Ghouls. Ist jetzt die Frage, kämpfen oder durchlaufen? Ach komm, wir versuchen mal zu kämpfen. Ich speichere nochmal. Ja, ich weiß, ich habe schon 1000 Mal gespeichert, aber hey. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Ja, es wird jetzt schwer, wieder zu treffen, so genau. Ich versuch's mal so. Das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Aber interessanterweise haben sie mich auch nicht bemerkt. Versuche ich es mal so, den vorderen. Das klappt ja sehr super. Sind das überhaupt? Das sind gar keine Ghouls, ne? Das sieht nur so aus. Ich dödel. Aber das sieht doch wirklich so aus, als wäre das was Lebendiges. Da müsst ihr mir doch zustimmen. So. Die Ratte, die kriege ich gebacken. Was mag das denn nur sein? Ich bin drauf und dran, eine Fackel anzumachen, nur um das zu sehen.